Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Trash-Wander-Paket für dich, was sich hier gerade neben mir befindet und was ich gerade auch schon ein bisschen geöffnet habe. Es ist hier und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen einmal reinzuschauen und zu gucken, was mir so gefällt und was so weiter wandern darf, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich wurde angeschrieben, sowohl von Unbox Butterfly Nicole als auch von der lieben Nicole Nina Wien und die haben gefragt, ob ich Bock drauf hätte, mich in ihren illustren Kreis der Trash-Wanderpaket-Gruppe zu begeben, 2.0. Und ich habe gesagt, ja klar, let's fetz. Und ja, so wurde ich aufgenommen in diesem wundervollen Kreis und bin jetzt zusammen mit 11 anderen Mädels da drin. Das heißt, wir sind 12 Mädels. Und dieses Trash-Paket ist gestartet bei der lieben Nicole Nina Wien. Die hat zuallererst ein paar Produkte reingepackt, ist weitergeschickt zu der lieben Nini Pi. Und die hat sich dann das rausgenommen, was sie cool fand, hat dann wieder die Produkte ergänzt. Ne? Also was sie quasi rausgenommen hat, hat sie wieder der Anzahl an Produkten reingepackt. Und 3 Produkte on top, weil jede von uns packt jetzt erstmal 3 Produkte generell mit rein, weil erste Runde und so. Genau. Und sie hat es dann weitergeschickt zu Unbox, nein, zu Chiquita's Place, genau. Nicole und Nicole. Warum heißt ihr alle Nicole? Ihr seid total verwirrend, Leute. Genau, sie hat das dann auch gemacht. Dann hat Unbox Butter, nein, ach Mensch, ich bringe die Namen durcheinander. Chiquita's Place, so. Die Nicole hat es weitergeschickt an die nächste Nicole, und zwar Unbox Butterfly Nicole. Und sie hat es weitergeschickt an Nikas Beauty Kiste. Und Nikas Beauty Kiste war die, die vor mir dran war. Und sie heißt Annika, ja? Annika, genau. Nicht Nicole. Oh, es ist Wahnsinn. Sie hat auf jeden Fall dann mir das Paket geschickt. Ich schicke das weiter an die liebe Antje Sverelt, also an die liebe Antje. Sie schickt es weiter an die liebe Disam. Disam schickt es weiter an Jasmins Beauty Universum. Leute, wenn euch das zu viele Namen sind, unten in der Infobox habe ich euch die ganzen Kanäle auch mal aufgeführt. Sie schickt es weiter an Jennys Beauty World. Sie schickt es dann weiter an Katrins Welt und so. Die hat eine geile Stimme, Leute. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Und sie erinnert mich mega, mega an meine Kollegin, die im Marketing arbeitet, aber quasi mit mir quasi in einem Büro. Uns trennt eigentlich nur so, also es ist so ein Zweier- und Zweier-Gruppen, ne? Aber uns trennt nur so eine Glasscheibe. 1A. Echt genau so. Es ist Wahnsinn. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, ich musste so lachen, weil ich an meine Kollegin gedacht habe, die übrigens auch mit K beginnt vom Vornamen her. War echt für mich unfassbar. Katrin schickt es dann weiter an die liebe Jenny, Miss Curly Jen. Mit ihr hatte ich ja auch schon das ein oder andere Trash-Paket. Das ist die Queen of Trash-Paket, Leute. Unfassbar. Und sie schickt es dann am Ende weiter an die liebe Nicole Nina Wien. Und so geht das alles immer weiter. Bis wir irgendwann alle sagen, boah, ne Leute, ganz im Ernst, wir haben nichts mehr zu trashen. Wir sind jetzt alle vollkommen glücklich mit unserer Sammlung. Also wird es wahrscheinlich nie passieren. Genau. Jetzt habe ich ein ziemlich langes Intro gemacht und ich würde sagen, ich schaue mal rein. Denn ja, ich habe auch schon ein bisschen reingeschaut, weil ich natürlich die Videos von meinen Kolleginnen geschaut habe. Es sind ganz schön viele Sachen hier mittlerweile drin. Es dürften gar nicht so viele Sachen drin sein, aber ich glaube, die ein oder andere hat sich auch immer mal wieder gedacht, ach komm, das packe ich auch noch mit rein, da mache ich die auch noch mit glücklich, das könnte vielleicht zu ihr passen oder so, ne? Also eine super herzliche Gruppe sind wir. Wir sind wirklich eine herzliche Gruppe, Mädels, und wir sind ziemlich cool. So, und ich habe hier 2 Karten jetzt mittlerweile drin. Einmal von der lieben Nicole Nina Wien, also quasi, ne, von Nicole, die Nicole, die das Trash-Paket gestartet hat, das Wanderpaket. Ihr Lieben, der Startschuss für ein neues, inspirierendes Wander-Trash-Päckchen ist gefallen. Wünsche euch ganz viel Spaß. Herzliche Grüße von Nicole Nina Wien. Ne? Ich packe safe auch noch eine Karte mit rein. Ha! Und dann hat die liebe Nika, also quasi die Nummer 5, die vor mir dran war, auch noch eine Karte mit reingelegt. Und zuallererst starten wir hier mit einer wunderschönen impressionistischen Karte, die echt Bock auf Meer macht, Leute. Oh, ich bin ja echt, ich bin ein Heimscheißer, ne? Ich bin kein Urlaubsfahrer. Aber wenn ich sowas jeden Tag vor der Haustür hätte, ich würde es hart feiern. Habe ich aber nicht. Ich habe Wald. Ist auch gut. Hey Mädels, liebe Grüße aus Hamburg. Oh, geil. Ja, dann hast du sowas jeden Tag, ne? Aber das ist, nee, das ist eine Postkarte. Ich dachte erst, das wäre wirklich ein Foto. Wahnsinn. Ich freue mich, dass so viele tolle Mädels mit dabei sind. Ihr seid großartig. Dankeschön. Eure Nika. Und sie hat geschrieben an all die hübschen Mädels dort draußen. Voll süß. Also vielen Dank, liebe Nika. Und ja, wir starten.
Wir gucken rein. Und zwar habe ich zuallererst hier etwas drin. Das ist die Ringelblumensalbe. Keine Ahnung, die hatte ich, glaube ich, selber auch in der Vegan Beauty Basket oder so mit drin. Die verwende ich aktuell tatsächlich selber schon. Von Zero ist das. Xerox Pharma Cosmetics Made in Austria. Oder war das in der Lifestyle Box mit drin? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall verwende ich die selber für die Füße. Ich bin aber ehrlich gesagt auch irgendwie froh, wenn sie aufgebraucht ist. Deswegen wird die auf jeden Fall weiter wandern. Die kommt wieder zurück ins Paket. Dann habe ich als nächstes hier eine Seife drin und zwar von Emuna Naturkosmetik Charcoal Detox handgesiedelt vegan, eine Gesichtsseife. Und ja, das wird bei mir bleiben, denn das ist ein Produkt, wo ich schon jemanden habe, die ich damit auf jeden Fall glücklich machen kann. Dann habe ich hier einen Blush von Catrice mit dabei, die Blushbox Water und Sweatproof in der Farbe Bronze. Das wird mir zu dunkel sein leider. Also ich denke nicht, dass es meine Farbe ist. Wir haben übrigens auch ausgemacht, dass wenn wir Lippenprodukte drin haben, also so mit Applikatorfüßchen oder Mascara oder Eyeliner, dann sollte es schon neu sein. Alles andere sollte desinfizierbar sein. Ne? Das finde ich auch immer ganz gut. Ich habe da hier neben mir tatsächlich auch so ein Spray, was ich immer mal wieder, so, also das habe ich jetzt hier reingefüllt, das ist eigentlich was anderes, was da drin gewesen ist. Sprühe ich gerne so auf Puderprodukte oder sowas drauf, wenn ich die halt verwendet habe und dann wieder in den Schrank packe, dass ich die halt auch, dass ich lange was davon habe. Aber ich kann euch gerne auch mal ein Video dazu abdrehen, was ich hier so mache, nachdem ich ein Schminkvideo zum Beispiel gedreht habe. Hattet ihr mich auch schon mal nachgefragt, weil ich das auch schon mal im Video angeteasert habe. Irgendwann kommt es auch noch. Genau, Be Brave, Be You ist ein super schöner Spruch, hat einen Schimmer mit dabei, aber nee, der ist mir tatsächlich eher zu dunkel. Der bleibt in der Box im Paket drin. Dann habe ich hier einen Primer drin und ich glaube, der ist neu reingelegt worden. Von Fix & Rouge Satin Soft Blurring Primer and Finishing Fix Ultra Prime. Den habe ich selber da, deswegen darf der auch in der Box drin bleiben. Zack. Dann habe ich hier ein Gesichtsserum von La Roche-Posay Hyalu B5 Serum. Das habe ich tatsächlich auch selber schon mal von der lieben Marie geschenkt bekommen. Aber ich glaube, das gebe ich an eine Freundin von mir. Denn die hat mir letztens da was geschrieben, dass sie so anfängliche Rosacea oder sowas hat. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare empfehlenswerte Produkte, die man verwenden kann, wenn man Rosacea im Anfangsstadium hat. Ne? Und ich glaube, dass das hilft, weil ich glaube, B5, war das B5 oder B3, was dieses Niacinamid sein soll. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kiste, deswegen behalte ich das jetzt erstmal. Dann habe ich eine Foundation, ja, die ist jetzt schon ein bisschen länger drin, die ist mir aber auch zu dunkel. Bourjois Healthy Mixed Serum Foundation, Gel Foundation. Ja, die ist mir zu dunkel, ne? Müssen wir gar nicht drüber reden. Das kann ich vielleicht als Bronzer verwenden, aber auch sonst als nichts. Das ist die Farbe 55, Dark Beige. Nein. Leider nein. Dann habe ich hier etwas mit drin und das ist, glaube ich, auch neu drin von L'Oréal Paris. Da steht zwar hinten drauf, dass es eine relativ dunkle Farbe sein soll und zwar die Farbe, was habe ich denn eben gesehen, 300 Golden Sand, aber ohne Witz, Leute, das sieht mir nach einem ganz normalen Puder aus und deswegen werde ich das behalten und ausprobieren. Finde ich cool. Dann habe ich hier etwas drin, das ist auch schon länger mit dabei, habe ich selber auch tatsächlich, glaube ich, sogar noch da. Dr. Amas La Volta Shea Aloe Feuchtigkeitscreme mit Aloe Vera und Shea Blattextrakt. Na, ich glaube, das wird weiter wandern. Ja, die wird drin bleiben. Aber wir haben schon eigentlich eine ganz gute Quote. Das hier habe ich selber auch da, weil ich den Adventskalender auch ausgepackt habe. Ich glaube aber, dass ich den gar nicht auf YouTube online gestellt habe, weil das war ein Adventskalender, den ich versucht habe, in Reimen darzustellen. Ich glaube, ich habe noch die Rohdatei bei mir auf dem Computer, aber der war echt nicht gut, was ich da gemacht habe. The Freedom of Tanchotsuru Spa Exclusive Luxury Body Mist. Das wird auch weiter wandern, das wird nicht bei mir bleiben. Ich verwende nicht so wirklich Body Mist. Ich habe einen Star von Victoria's Secret, was ich selber mal ertrashed habe. Und das steht auf meinem Waschtisch, ne? Dass ich das eigentlich jeden Morgen verwenden möchte. Und ich tue es nicht. Das ist total dämlich. So, dann habe ich hier noch etwas von Benton Honest Cleansing Foam. Das wird bei mir bleiben, beziehungsweise da weiß ich schon jemanden, der das gut gebrauchen kann. 30 Gramm sind hier drin. Das ist so koreanische Kosmetik und sowas ist immer eine gute Geschichte. Benton, da habe ich aktuell auch diese Snail Bee Bla
ultra krassen Augenpatches in so einer Dose mit 60 Stück. Kriegt ihr übrigens bei Purish und da könnt ihr mit meinem Code ClaudiasWelt 15% sparen. Übrigens, nur mal by the way, ist aber ein Affiliate-Rabattcode. Ne? Das heißt, ich verdiene daran auch eine kleine Provision. Auf jeden Fall. Benton ist eine koreanische Marke, ist gut, schwärmt Jennys Highlights auch immer wieder von. Deswegen safe darf das bleiben. Der ist mir zu glitzerig, den hatte ich selber schon. Essence Bloom Baby Bloom Baked Highlighter. Ja, zu dunkel und zu glitzerig. Also das ist halt wirklich eher so ein Body Highlighter, würde ich ihn nennen, ne? Weil der halt super grob ist. Schönes Pressing, also diese Blume ist ja ein Traum. Huch, wunderschön, ne? Ist echt hübsch, aber habe ich auch in einem Video mit euch zusammen getestet. Und der ist mir einfach zu dunkel und zu glitzernd. Dieser Goldglitzer ist nicht so meine Welt. Dann ist hier etwas drin, und zwar eine Mascara von Yves Rocher. Die wird bei mir bleiben, weil ich da was plane. Das ist die Feel Stronger Volume and Longueur Mascara. Die ist auch noch original verpackt und das meinte ich. Ne? Also wenn wir Mascaren reinpacken oder halt so Lippies mit Schwämmchenapplikator, dann... Sammy, kannst du mal... Du bist ein bisschen unanständig. Der leckt sich die ganze Zeit am Schlurp und an den Füßen. Das geht so nicht hier. Auf jeden Fall, dann sind die original verpackt, dass man halt nicht irgendwelche, was auch immer, Probleme bekommt. Ne? Dann habe ich hier ein Produkt nochmal von Yves Rocher drin. Und zwar das eine Absorbing Mask. Racine's Grass Oily. Was ist das? Absorbierende Maske, frische, fettige Kopfhaut. Achso, die habe ich nicht. Einwirken lassen, ausspülen. Ich habe eher eine trockene Kopfhaut, deswegen wird das auch weiter wandern. Beziehungsweise, ich sage es ja die ganze Zeit, ne? Bleibt im Paket. Fühlt euch nicht getriggert, Leute. Sorry. Von Vichy habe ich ein Produkt, das wird bei mir bleiben. Normaderm Correcting Anti-Blemish Care, 24 Stunden Hydratisierung, 50 ml. Das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die ich meiner Freundin geben werde, die so diese Rosacea-anfänglichen Geschichten hat. Ich glaube, das kommt ganz gut. Ja, das ist so ein Kartenspiel, das bleibt auch drin. Brainstorm, ne? Ich glaube, das ist von Anfang an leider schon mit drin. Aber das habe ich tatsächlich selber da, ein Schnupperspiel. Ich bin ja auch eine, ich empfange viele Boxen, ne? Deswegen kommen manche Produkte mir bekannt vor. Aber hier sind auch so ein paar Schätze echt mit drin, Leute, ne? Ja, B, Feed Your Skin, Feed Your Mind. Das hatte ich auch in der Box mit drin. 25 ml bleibt auch in der Box. Das hier... bleibt. Also, ich weiß, dass die liebe Nika sie reingepackt hat, denn vorher habe ich sie nicht gesehen. Also vielen, vielen Dank, liebe Nika, dass du diese Palette reingepackt hast. Das ist von Too Faced, die Chocolate Bar Palette. Das ist so die Ursprungspalette. Ich habe die Chocolate Gold, aber diese hier fehlt mir auf jeden Fall in der Sammlung. Ich hatte mal das Dupe von Revolution oder I Had Revolution oder so da und jetzt habe ich halt das Originale. Läuft bei dir? Hat sie verschluckt? In deinem Fussi? Wie der guckt. Also wirklich. Auf jeden Fall habe ich jetzt die. Also vielen Dank. Die schließt nicht mehr so hundertprozentig. Ist okay, ist okay. Es ist halt Metall, es ist okay. Aber ne, sie ist geliebt worden, das sehe ich wohl. Aber die Farben, die sind schon schön. Und das ist halt so eine schöne, klassische Alltagspalette. Und sie fehlt in meiner Too Faced-Sammlung und deswegen musste ich hier bleiben. Da führt kein Weg dran vorbei, Leute. Ich glaube, ich hatte auch vorher noch nie diese Palette in den Händen. Ich swatch jetzt einfach mal so aus Spaß ein paar Töne, einfach um zu gucken, wie die so sind. Ja, man merkt schon, dass die Palette etwas älter ist, sprich die Qualität... kann bestimmt besser sein. Hier wurde auch angefangen, dass man versucht hat, ein Hit the Pan in der einen oder anderen Farbe zu bekommen. Aber es sieht schon cool aus, ne? Ach komm, ja. Ja, ja. Also so einen ganz klassischen Look wie den ich heute drauf gemacht habe, kann ich damit fünfmal schminken. Das ist schon schön, oder? Ja, bitte. Dieses Lila ist auch irgendwie total speziell, weil das so rosa Schimmer auch noch mit drin hat. Und das passt halt voll zu meinen grün-braunen Augen. Also, danke, liebe Nika. Ich freue mir einen Keks. Ernsthaft? Oh, das ist so geil. Okay, dann habe ich hier etwas drin von Oibos. Und zwar hautrohe, trockene Kinderhaut. Ich habe leider kein Kind, ne? Cremegel, besonders leicht zu verteilendes Cremegel für trockene Kinder und Babyhaut. Zieht schnell ein. Und so weiter und so fort. Das geht auch weiter. Denn in diesem Haushalt gibt es noch... keine Kinder, gibt halt keine Kinder hier. Das habe ich auch schon gesehen, habe ich selber auch schon mal aussortiert. Das ist von Love. Eigentlich ist es ein Bronzer oder soll das sein? Ist meiner Meinung nach aber auch eher ein Blush. Das ist der Multi-Bronzer.
Und ich weiß, als ich den aussortiert hatte, waren so viele heiß dahinterher und haben mich angeschrieben und gesagt, kann ich den vielleicht haben? Und ich habe ihn jemandem tatsächlich gegeben. Aber, ne? Ja, bei mir kommt ja nichts weg, Leute. Okay, dann habe ich hier noch etwas Neues drin, und zwar ein Toner von M. Asam. Der bleibt. Gesichtswasser Face Tonic, 250 Milliliter Vino Gold. Ne, sowas ist nie weg. Das werde ich entweder für mich verwenden oder halt entsprechend Familie, Freunde. Mal gucken. Das wird wohl funktionieren. Dann habe ich hier von Weleda etwas drin. Den hatte ich auch schon mal. Beauty Balm, 5 in 1 getönte Tagespflege. Nein, nicht meine Farbe leider. Bronze. Nee, also nie. Leider nicht. So, hier habe ich jetzt etwas drin. Da habe ich irgendwann relativ zu Anfang schon geschrieben, dass ich das geil finde. Und dann haben alle gesagt, es gibt jemanden bei uns in der Gruppe, die das wohl nehmen würde. Und diese jemand war ich. Au. Jackfruit. Leute, unterschätzt dieses Produkt nicht. Ich hatte das auch schon mal irgendwo in der Box mit dabei. Ich glaube auch genau in der gleichen Box, woher das halt auch kommt, ne? Das ist lecker. Das ist ein bisschen säuerlicher. Ich habe eben Burger gegessen, aber egal. Man darf das nicht komplett auf einmal essen. Das habe ich bei der anderen Packung tatsächlich gemacht und das war ein riesengroßer Fehler. Wirklich. Ich weiß, entweder habe ich damit, ich habe auf jeden Fall Verdauungsprobleme damit gehabt. Entweder zu viel oder zu wenig. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, man kriegt dadurch zu viel Verdauung, ne? Das sind halt so große Stückchen und ich habe die gesnackt, als ich ein Video geschnitten habe und auf einmal war das leer. Und das war nicht gut, ne? Das sind halt so einzelne Viecher. Genau. Und das kann man so essen. Es ist ein bisschen säuerlich, aber auch süß. Ein bisschen ledrig von der Konsistenz her. Aber ich mag's. Also, keine Ahnung, warum ihr das nicht behalten wolltet. Ich feiere das hart. Das ist auch neu. Maybelline Master Prime. Den behalte ich. Anti-Rötung. Entweder werde ich ihn selber verwenden oder ich werde ihn meiner Freundin geben. Ne? Wie ja eben schon erwähnt. Das habe ich immer so im Hinterkopf. Wenn eine Freundin mir schreibt oder wenn ich mit ihr halt gesprochen habe und sie mir sagt, was sie gerade so hat, dann gucke ich mich immer so ein bisschen um. Entweder so in meiner eigenen Sammlung oder bei Trash-Paketen oder in den Beauty-Boxen, die so bei mir ankommen. Und dann kriegen die was von mir. Oder wenn die halt mal super unter Stress stehen, dann mache ich denen immer gerne auch so Entspannungspakete. Aber das mache ich lieber für meine Kolleginnen tatsächlich, weil da kriege ich das ja jeden Tag theoretisch mit. Auch das wird bei mir bleiben, und zwar von Urban Decay, die Eyeshadow Primer Potion. Die habe ich schon mal in groß gehabt und aufgebraucht und fand die eigentlich wohl ganz gut. Ein super gutes Dupe dazu ist von Essence diese You Better Work Geschichte. Der Gem Proof and Waterproof Eye Primer, den verwende ich auch aktuell. Ich finde die einfach klasse, ne? Und ja, mag ich. Voll mein Ding. So, auch dieser wundervolle Beutel, den keiner haben wollte, den nehme ich wohl. Für mich ist es halt super praktisch, dass ich, also nicht für mich zum Verwenden tatsächlich, sondern wenn ich Verlosungen mache, ich mag ungern Sachen einpacken in Geschenkpapier oder in Servietten oder sonst irgendwas, sondern ich verwende dann quasi diese Geschenkschächtelchen, die ich selber, wenn ich bei Douglas was bestellt habe oder wenn ich halt in Boxen was drin habe oder diese Goodie-Bags oder sowas, ne? Oder wenn halt irgendwo eine Tasche mit dabei ist und dann packe ich die Sachen da rein und dann sind die halt super transportgesichert, ne? Deswegen, das werde ich auf jeden Fall behalten. Ich fände diesen Rucksack für mich persönlich halt eigentlich auch ganz cool. Kannst du hier oben zusammenziehen und ich glaube, ich habe also den gleichen, also nicht in der gleichen Farbe, aber ich habe auch diesen Rucksack aus der Box mitgekriegt. Und der ist bei meinem Freund im Auto. Und wenn wir dann einkaufen gehen, dann haben wir halt immer eine Einkaufstasche mit dabei. Und das finde ich nachhaltig, ne? Ich mag das. Ich habe gefühlt in jedem Auto, in jeder Tasche, die ich so habe, eine so eine Tasche drin. Und das finde ich praktisch. Also entweder wirklich für uns zum Behalten im Auto drin, da muss ich mal gucken, wie da gerade die Taschensituation bei uns aussieht. Oder halt für Verlosungsgeschichten. Hier ist noch eine Probe von Nivea Sun UV-Gesicht, mattierender Sonnenschutz, Lichtschutzfaktor 30. Das ist mir zu wenig. Ich brauche Lichtschutzfaktor 50 und ich habe einiges von Dalton jetzt heute auch tatsächlich zugeschickt bekommen. Also leider nicht. Auch der ist schon eine Weile drin. Jetzt habe ich überall Jackfruit. Das tut mir leid. Von Boutique ist es ein Lippi. Der ist halt auch neu und original verpackt. Ja, Liquid Metal, ne? Also das ist dieses Kupfergedönsen. Ich finde jetzt nicht so, dass es die geilste Lippenfarbe der Welt ist. Deswegen, das wird auch weiter wandern. Ist nicht so meins. Auch wenn, ich habe eine Freundin, die auf sowas steht.
aber die kriegt auch oft von mir so, ich glaube, die hat erstmal genug solche metallischen Lippenprodukte. Ich glaube schon. Den müsste ich selber auch da haben. Essence My Skin Perfector Tinted Primer Natural Matte Finish 30 Medium Beige ist mir halt zu dunkel, deswegen wird der auch weiter wandern. Und ich müsste den halt auch wirklich schon da haben. Dann habe ich hier noch etwas drin. M. Asam Resveratrol Premium NT50 Essence of Youth 50 ml. Das habe ich schon mal gehabt und auch komplett aufgebraucht. Fand ich total klasse. Ich glaube, von Marie habe ich das gekriegt. Aber ich habe noch so viele Serien da, deswegen wird das jetzt leider weiter wandern müssen. Weil ich habe genug. Leider, leider. Aber das ist wirklich gut, Leute. Ne? Ich habe da letztens erst noch super viele Ampullen von diesen Resveratrol-Produkten verwendet. Die waren echt gut. Dann ist hier noch was von Bella Pierre mit dabei. Und zwar in der Farbe Bronzed müsste das so ein Monolidschatten sein, der so lose ist. Ne? Das ist nicht meine Welt. Der wird auch weiter wandern. Und, ach, zwei haben wir noch. Guck an. Den Highlighter von The Donner, den habe ich selber, war in der Elektra Beauty Box mit drin, wandert weiter. Und von Dermalogica Multivitamin Power Recovery Mask Age Smart, 15 ml, auch das wandert weiter, weil ich habe wirklich genug Masken, dass ich das mal sage, Leute. Und ja, das war jetzt einmal das aktuelle Trash-Wanderpaket. Folgt gerne auch den Mädels unten, die in der Infobox verlinkt sind, damit ihr so dieses Wanderpaket mitverfolgen könnt, ne? Und auch den Mädels einfach folgen könnt, weil das sind echt coole Mädels, ohne Witz jetzt. Die haben tollen Content, die machen auch sehr viel so im Bereich Beauty, Lifestyle, Unboxings, Schminkies, Hauls und so weiter. Und da hat man einfach eine schöne Meinungsvielfalt, was ich auch sehr, sehr positiv finde. Und deswegen, ja, habe ich die auch mittlerweile alle sehr gerne im Abo und fast täglich eine von denen auf meinem Handy oder mittlerweile sogar auf meinem Tablet und kann das Ganze verfolgen, was die so treiben. Und ja, ich packe jetzt noch die Produkte, die ich mir rausgenommen habe, noch wieder in die Box mit rein, also quasi dafür ein Ersatz, plus drei weitere Produkte und dann wandert das Ganze weiter zu der lieben Antje. Und da bin ich gespannt, was die liebe Antje dazu sagen wird, was ich ihr reinpacken werde. Also stay tuned, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen. Ja, hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!